Boah, das ist so komisch, hier zu stehen, einfach so ein Video zu drehen. Was geht ab, Freunde? Willkommen zum neuen Video von mir, Tian, an euch, die Zuschauer da draußen, die diesen Kanal vielleicht auch schon seit 6, 7, 8 Jahren abonniert haben. Ich habe hier nichts geskriptet oder sonst was. Heute geht es um Veränderungen, Changes auf diesem Kanal, Changes um meinen Content herum und was momentan oder generell in der nächsten Zeit so abgehen wird. Wie einige von euch sicher wissen, habe ich damals vor 6 Jahren aufgehört mit YouTube, nachdem ich die ganze Zeit Bed Wars Videos gemacht habe. Ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf und irgendwie auch nicht so viel Zeit gefunden. Nach 4 Jahren Pause ungefähr habe ich dann angefangen mit Streaming. Also da habe ich gerade mein Abitur fertig gemacht und habe ich dann getraut, ey yo, jetzt machst zu Fulltime-Content. Und heute sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich richtig viel ausprobiert habe. Es gab Vlogs, es gab irgendwelche 1-Meter-Pizza-Videos, es gab Shorts. Es hat sich ultra viel geändert, Freunde. Für alle von euch, die die letzten 6 Jahre hier abonniert haben und sich immer gefragt haben, was ist das jetzt? Auf einmal ein Vlog, auf einmal ist der irgendwie eine 1-Meter-Pizza und auf einmal, keine Ahnung, ist da irgendwie Minecraft Elements und der macht irgendwelche projektbezogene Videos. Es hat sich vieles geändert. Als Content-Creator gehört es für mich irgendwie dazu, sich rumzuprobieren, ne? Auszuprobieren, was geht nicht, was kommt gut an, was kommt scheiße an, was macht Spaß, was gehört zu meiner Identität dazu. Und das ist auch ein laufender Wandel. Über die Jahre wird man irgendwann zu sich finden und seine perfekte Nische finden. Und ich bin noch lange nicht am Ende meiner Reise angekommen, deswegen heute dieses Video. Das Ganze hier ist ein Infovideo und es geht um folgende Sachen. Zum einen, ich habe einen Zweitkanal. Das wollte ich euch jetzt das erste Mal im Video vor mir mitteilen. Für die, die es nicht wissen, abonniert gerne den Zweitkanal. Und in der Beschreibung ist der Link, ne? Einmal mal drauf. Klicke, klicke und abonnieren. Na, was soll's denn? Da kommen zukünftig auch regelmäßige Videos, Highlights, Reactions oder irgendwelche Zuschauerformate aus dem Stream. Ist ziemlich geil, so ein bisschen so dieser Extra-Content, dieser Zweitkanal, der nicht so zu diesem Gaming-Content passt. Dann gibt's natürlich noch den Hauptkanal, also der Kanal, auf dem ihr dieses Video hier seht. Das ist eigentlich so, meiner Meinung nach, der wichtigste Kanal nach wie vor. Der existiert schon seit 6, 7 Jahren oder so. Kurz und Shoutouts, by the way, an alle, die seitdem immer noch gefolgt haben und nicht deabonniert haben. Ey, geil, dass ihr am Start seid, die ganzen Jahre, ist wirklich crazy. Auf dem Kanal möchte ich eigentlich weiterhin bei Gaming bleiben. Gaming, Vlogs, also eher so Minecraft-Gaming-Videos, wenn ihr mich versteht. Vielleicht auch ein paar Shorts, mal random irgendwelche kleinen lustigen Sachen. Und weiterhin halt, wie gesagt, so Special-Videos, wie zum Beispiel das mit der 1-Meter-Pizza, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ey, abchecken, ist ziemlich geil geworden, meiner Meinung nach. Damit haben wir 2 YouTube-Kanäle, auf denen, sage ich mal, mein Main-Content auf YouTube kommt. Natürlich habe ich dann noch den Clips-Kanal und den Shorts-Kanal. Den könnt ihr auch gerne mal abchecken. Alles in der Videobeschreibung verlinkt, wie gesagt. Falls ihr es also noch nicht wusstet, ich habe 4 Kanäle, die ich betreibe und wo, ich sag mal, so ein bisschen Content kommt. Hat sich viel über die letzten Jahre geändert, aber ich habe jetzt meinen Weg gefunden seit ein paar Monaten und den fahre ich auch eigentlich ziemlich gut weiterhin. Ich genieße es gerade voll, irgendwie so vor der Kamera zu stehen und vor euch so ein persönliches Video zu machen, weil ich habe die letzten Jahre irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich immer weiter von euch entfernt habe. Also die Zuschauerbindung, auch wenn das Freunde von mir beneinen, ist irgendwie schlecht geworden. Also ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr ganz zu euch ran, beziehungsweise die Interaktion ist übel trash geworden. Ich rede jetzt nicht von der 10 aus 10 nach der 10 aus 10 nach der 10 aus 10. Die Videos kommen natürlich immer schlechter an, weil ich halt sehr, sehr lange und sehr viel inaktiv war. Darum geht es gar nicht, weil ich finde, die Aufrufzahlen jetzt kurzfristig sagen gar nicht so viel aus und sollten auch nicht allzu viel entscheiden darüber, was ich mache, weil im Endeffekt geht es immer noch darum, dass ich meinem Herzen folge und coolen Shit mache, der euch unterhält. Und das ist alles, was zählt. Dennoch, wie gesagt, dieses kleine, ich sag mal, Zuschauerbindungsgefühl, was so ein bisschen weggegangen ist, möchte ich hiermit ein bisschen wiederherstellen. Das ist ein Video von mir an euch. Das Video hier war jetzt auch nicht geplant als irgendwie heftiges Ankündigungs- oder Veränderungsvideo, sondern es war einfach so geplant, das kleines Infovideo darüber, was momentan abgeht, wo ich mit meinem Content stehe. Ansonsten sehen wir uns jetzt fast täglich in Streams auf twitch.tv/tian. Ey, ihr müsst da abonnieren, Digga. Und Prime-Subs sind natürlich auch kostenlos, ne? Gelle. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und lasst natürlich ein Like da, wenn ihr mehr auf diesem Kanal sehen wollt und mich unterstützen wollt. Wir sehen uns. Ciao.